Jo, da sind wir da bei Tales of Greseth. Beim letzten Mal haben wir die Kindheit abgeschlossen. Ja, was ist passiert? Hubert wurde von einer anderen Familie adoptiert, Sophie ist gestorben und wir haben Lahn verlassen, um uns der Ritterakademie anzuschließen und da sind wir nun. Esper, 7 Jahre später. I can't mess this up. I must prove my worth to Captain Malik. Problem? Not at all, sir. I'm ready to proceed. Asbel, I'd like you to take the lead until we reach Orlan. The lead, sir? I need to see what you're capable of. If monsters come, I will provide support only. Remember that fleeing is always an option if things go badly. Understood, sir. But rest assured, I will not flee. Don't be foolish. A knight must always know when he's overmatched. I will not think any less of you for it. Regardless, I won't flee. Forgive me, sir. I'll make preparations to move out. All right. Ich glaube, kam jetzt auch irgendwie eine Szene dafür? Nee. So, ich kann jetzt mal kurz zeigen. Wir haben jetzt ein paar Arts. Und zwar sind das die, die wir mit Kreis einsetzen. Wir haben hier immer noch unsere A-Arts. Das sind die, die wir mit X machen. Und es mittlerweile gibt es jetzt auch Arts, die wir mit Kreis einsetzen. So wie es halt auch immer war. Oh, die habe ich auch alle behalten. Uiuiui. Okay, hätte ich nicht erwartet, dass ich die auch alle behalten werde, diese Titel. Okay. Was haben wir hier noch? Schwertnovize. Wegen Level 11 wahrscheinlich, ja. Ah, hier haben wir noch unsere kleinen Titel. Angehender Ritter. Ja. Ja, diese ganzen Titel hier, man sieht halt... Ich glaube, das sind, wenn man eine bestimmte Anzahl von Gegnern besiegt. Hoppala. Oder wenn man genug Arts lernt. Oder, ja, keine Ahnung. Resistenzen. Die wurden anscheinend auch alle mit übernommen. Gut, hätte nicht erwartet, dass ich so viele Titel mit übernehmen werde. Man sieht jetzt zum Beispiel hier, es gibt am Adepten- und Meistertitel. Das hängt davon ab, wie oft man die Arts einsetzt. Steht das hier? Ja, man sieht hier, wie oft ich die jetzt schon eingesetzt habe. 453, 412, also, ja, 2277 ist der erste Angriff. Und auch hier die Arts-Anwendung habe ich halt auch übernommen. Guck mal, da den Dämonen und dann noch. So rum. Die 268 mal. Und dementsprechend habe ich zum Beispiel jetzt auch hier den Dämonenzahn-Adept und Schockwell-Adept und auch Meister halt, weil ich das über 800 Mal eingesetzt habe. Das ist für jedes Art, glaube ich, unterschiedlich, wie oft man das einsetzen muss, um auch den Meistertitel zu bekommen. Ja, ich werde jetzt auch weiterhin auf den Titel bleiben, um den mal zu Ende zu machen. So, bei ihm erstmal den Modus auf manuell. Er hat auch einiges an Sachen. Ich kann mal kurz mal zeigen. Malik ist in erster Linie ein Magier. Hier Steinspeer, Fortexplosion, Kaltfront. Aber hat auch im Nahkampf ein paar Attacken. Mit dem er halt einfach immer wieder sein Schwert wirft. Oh, ich kann hier sogar jetzt immer noch anziehen. Gut, aber jetzt bringen sie auch keine mehr. Hier haben wir unsere spezifischen Sachen. Das ist zu ihm halt eine Spornzerscheide. Bei ihm ist es halt irgendein, ja, Duft, sag ich mal. Edelstein habe ich keine, die ich ausrüsten kann. Und er hat auch... Ach, die kann ich ihm auch ausrüsten. Okay. Aber bringt auch alles nichts. So, dann wollen wir doch mal... Jetzt kann ich es mal besser demonstrieren. Und zwar, wenn wir unser Schwert ziehen... Erstmal wieder wegstecken. So, wenn wir unser Schwert... Och, Malik. Wenn wir einmal unser Schwert ziehen, hauen wir erstmal eine große Welle um uns herum. Oder machen wir erstmal weit um uns herum Schaden. Mit Zeigen einmal. Zack. Und so können wir dann halt unsere... Ja. Unsere E-Arts einsetzen. Man hat es gerade vielleicht gesehen, wir haben eine Scherbe bekommen. Eine Gewinnscherbe war das, ja. Die können wir mit unseren Waffen dualisieren, um deren Effekte auf die Waffen zu übertragen. Ja, das ist so der Effekt. So. Und was wir auch machen können, das ist für Espel einzigartig, dass wenn er sein Schwert nach einer guten Kombo wieder wegsteckt, also direkt, wenn der, wenn die SK auf 0 sind, um es mal irgendwie zu erreichen. Jetzt haben wir noch den Ellungsschub. Das kann ich jetzt nicht machen. Ellungsschub ist quasi sowas wie das Overlimit aus den älteren Spielen.
Man kann selbst eine Art nach dem anderen einsetzen, ohne Pause. Und man kann halt auch Mystic Arts einsetzen. Die haben wir natürlich noch nicht, die kommen erst sehr viel später, aber wir können es. So, ich werde als nächstes den Titel ausrüsten, um den Wolfswindszahn zu lernen, weil das ist auch wieder eine neue Attacke. So, dass ich auf Chris demonstrieren kann. Also man sieht jetzt, ich habe jetzt 0 und ja, schön, wurde umgehauen. Mann, das klappt nicht so ganz, wie es sollte. Es wird sicher irgendwann noch richtig klappen. Aber hat der Flammenwirbel verbessert. Und zwar, eben, man sieht halt genau, nach der Combo steckt er sofort das Schwert weg und heilt sich ein kleines bisschen. Und die Gegner sterben alle einfach viel zu schnell. Da dauern die Kämpfe ja wirklich gar nichts mehr. Da hat man es gesehen, er hat es kurz weggesteckt und ihr könnt auch kurz mal nochmal zurück machen. Ich glaube, da hat man auch gesehen, dass er ein kleines bisschen geheilt wurde. Das ist halt ziemlich praktisch bei Aspel, dass er sich auch so selbst immer ein bisschen heilen kann. Wie ist das da? Ach genau, hier haben wir eine Morino-Blume und... Hold on. Yes, sir? These are Morino-Flowers. Combine them with water of absolution, and you have the raw ingredients for a holy bottle. Wait here a minute. I've studied for 7 years, and I still didn't know that. Am I really ready to become a knight? What's on your mind? Nothing, sir. It's just you're so knowledgeable about everything, and it makes me doubt myself. Knowledge for its own sake is meaningless, but this is information that can help you to protect yourself and others when you become a knight. Remember it. Sir. Yep. So, schauen wir nochmal. Wobei, nee, ich kann mir jetzt kurz mal zum Turtles gehen. Und dualisieren. Nämlich, mal noch schnell was Neues. Nee. Das Langschwert. Das kann ich jetzt mal kurz mal zeigen. Wir sehen links die Effekte. Das sind halt die Effekte, die wir auch unten in der Scherbe drin haben. Zum Beispiel hier, man erhält KP, wenn man Feinde besiegt. Oder beim Abwehren erhält man SK. Und man sieht halt eine Qualität, das entscheidet. Man sieht da unten plus 4 auf physischen Angriff, plus 3 auf Kreas Angriff und 3 auf Präzision. Bei Hard sind es etwas anderes, 4, 3 und 2. Und bei Gütig sind es 3, 4 und 3. Je nachdem, was für eine Qualität man nimmt, kommen halt bessere Sachen raus. Oder schlechtere, je nachdem. Und ich glaube, wenn es gelb untermalen ist, heißt es, dass die etwas besser sind, die Qualität, also was man da rausbekommt. Also hier kriegen wir 10 insgesamt dazu, hier kriegen wir 9, hier sind es auch 10. Na gut, vielleicht heißt es einfach nur, dass... ja, das einfach über 10 ist. Ich mache mal bei mir eine Gewinnscherbe rein. Ich kann es mal kurz mal zeigen. Es wird sich, glaube ich, äußerlich nicht verändern, das Schwert. Aber wir können hier die Stahlwurfklinge... Hier zum Beispiel sind es ganz andere Sachen, wenn man mal schaut. Hier mal hat er fest, 2, 2 und 3. Und hier hat er famos 6, 3 und 2. Also nehme ich mal das rein. Dann kommt da eine Rachescherbe in sein Schwert. Wir können das auch natürlich in die Rüstungen reinmachen. Dann kann ich das hier mal reintun. Dann geht es halt auf die Verteidigung und das Ausweichen. Und ja, machen wir es einfach mal. Haben wir ja ein paar Sachen. So, habe ich hier noch irgendwas, was ich... Genau, kann man mir mit der Wasservergebung einen heiligen Trank herstellen. Da haben wir nichts Neues. Da können wir eine Glühfrucht herstellen. Da hast du das sogar ganz gut passt, dass wir einfach die Früchte zum Glühen bringen. Moment. Da können wir auch nochmal einen Brathähnchen-Topf machen. Einfach mal, um es ein bisschen zu zeigen, was man da so alles machen kann. So, hier hinten haben wir noch eine Truhe. Mit einer Eisentunika, lass mich raten, die ist jetzt besser. Hätte ich die doch besser verbessert. Ja. Moment, nee, nicht einmal. Die hat 45 Verteidigung, die hat 40. Aber dafür hat sie mehr auf Kryas Verteidigung. Das heißt, wir geben sie mir jetzt einfach mal ihm. Dann macht das nicht mal so viel aus. Wir haben hier jetzt unseren Schutz mit der Gewinnscherbe drin. So, dann schauen wir uns mal hier ein bisschen weiter oben. Achten mal gleich auf die KP am besten. Hat das was eingebracht oder hat es jetzt...
Ja, jetzt hat es, glaube ich, am Ende beim letzten Gegner, den ich besiegt habe, habe ich ein paar KP dazu bekommen. Eigentlich dürfte ich sogar doppelt zurückbekommen, halt einmal durch die Rüstung und einmal ja, durch die Waffe. So, nichts bekommen. Also, doch schon, aber nichts passiert. So, den Stein hier. Könnten wir den nicht verschieben? Ja doch. Das wird mir halt nur nicht angezeigt, dass ich ihn verschieben kann. Schön. So, hier noch ein paar Apfelgummis. Dafür bekommen wir echt immer Massen. Müssen wir schauen. Na, da geht's weiter. Da bin ich noch nicht hin. Ich möchte mich hier erst im Wald noch ein bisschen umschauen. Hier eine schartige Klaue. Okay. Das Wort schartig habe ich aber noch nie gehört. Was bedeutet schartig? So, dann machen wir hier mal kurz speichern. Schartig. Okay. Na gut. Gehen wir weiter. Und damit sind wir hier im Dorf angekommen. Captain Malik, it's an honor to have you here, sir. What have you learned? Early reports on the missing villagers appear to be true. We found no trace of them. Bei dem vernichteten Dorf. It looks like there was a fire. So it does. A bad one from the state of things. Any connection between the fire and the missing villagers? We're looking into that right now. If you could lend a hand, it would be much appreciated. You heard them, Asbel. Yes, sir. Is this the cadet we've been hearing about, Captain Malik? This is Asbel Lant. Today is his first field mission. It's an honor to meet you. All right, let's get started. First, we'll split up and take a look around the village. If you find anything, let me know ASAP. Yes, sir. Das ist auch interessant, wie sehr sich Asbel verändert hat, quasi. Dass er von dem kleinen, gehorsamen, ungehorsamen Kind zu so einem, ja, ziemlich gehorsamen Ritter geworden ist. So, wir müssen uns hier, glaube ich, hier hinter ihm bewegen. Und hier dürfte jetzt ein Monster auftauchen. I shouldn't call the captain until I know where that noise is coming from. Now, where did it go? So, nee, hier war's nicht, dann war's hier hinten. Genau, da ist jetzt ein Wolf. Oder irgendwas. Or maybe a wolf. Oder Wolfartiges, wollte ich eigentlich eher sagen. Und der ist jetzt auf der Seite. Damn! What the hell is this? We will survive. Ein Nova-Wolf. Autsch. Und wir sehen, wir machen ihm nur einen Schaden. Warum auch immer. Why can't I hurt it? I'm not about to lose here. Huh? It worked. All right. So, und da haben wir jetzt gerade ein neues Artgerät, und zwar Blitz. Man sieht schon, es hat die Fähigkeit Nova. Und man sieht, das Monster ist ein Nova-Monster. So, machen wir ihm nochmal einen Schaden. Und komm, mach jetzt mal deine Barriere. Ich warte auf eine bestimmte Sache, dass er das mal macht. So, da haben wir kurz mal 33 KP gehalten, dadurch, dass wir... Na komm, mach es! Wobei, ich kann eigentlich auch ein bisschen normal kämpfen. Der hat eh genug KP. Ja, komm, jetzt kämpfen wir ein bisschen mit den E-Arts. Naja, so leicht kriegst du mich nicht. Er muss mal seine Barriere zeigen. Das war das, was er vorher gemacht hat, wo er nur noch eins abgezogen hat. Das ist eine Nova-Barriere. Wenn er die macht... Wow, das war schön ausgewichen. Wenn er die macht, können wir eben keinen Schaden mehr machen. Oder keinen richtigen Schaden, besser gesagt. Mehr. Au, das tat weh. Ich lade noch 500. Ja komm, mach es mal. Ich möchte das demonstrieren.
Wow, schön ausgewichen. Und wieder. Ne? Ne? Er hat mich erwischt. Gut, dann machen wir dich jetzt fertig, wenn du es nicht willst. Au. Kämpf doch lieber mit E-Arts. Kommt weg. Wir werden später noch ein paar andere Nova-Monster sehen. Jedenfalls, diese Barriere kann man nur mit Nova-Arts wegmachen. Ja, da steht's. Gegner mit dem Nova-Attribut können eine Nova-Barriere erzeugen, die sämtlichen Schaden auf 1 reduziert. In diesem Fall musst du ein Art anwenden, um das Nova-Attribut, das das Nova-Attribut hat, um die Barriere zu zerschmettern. Kann man doch ab und zu sogar noch ein paar Tipps. I finally beat him. But what was that light from my hand? What is this thing? Did you slay this beast? Yup. Yes, sir. It attacked without warning, so I defended myself. Captain, do you think this creature is responsible for the missing villagers? It's certainly possible. I found evidence of wild animal attacks while I was exploring the village. This thing could have been part of a larger group, but we'll need more info to be sure. You have our gratitude, Captain. I think we can take it the rest of the way. Understood. Asbel, we're done here. Thank you for your assistance, Asbel Lant. Of course, sir. I'm glad I was able to help. Indeed. Your efforts may have unlocked the core of this little mystery. Captain Malik has chosen well. I look forward to having you in our ranks. Now, now, this boy is no knight. Not yet, anyway. Forgive me, sir. You're a lucky man to be trained by the captain himself. Do not waste the opportunity. Thank you, sir. I appreciate the advice. This ends your first field mission. Let's be on our way back to the capital. So, und wir haben Malik auch wieder dabei. Was ich jetzt nochmal kurz demonstrieren kann, und zwar den Mixer. Ich glaube, der wäre am Anfang des Dorfes erklärt worden. Jetzt habe ich leider nur nicht so ganz mitbekommen. Oder es wurde halt eben nicht gezeigt, weil wir es schon kennen. Und zwar, in diesen Mixer können wir entweder Items reinlegen oder Gerichte zum Kochen. Ich kann es mal kurz zeigen bei den Gerichten. Steht oben im Kampf, wenn jemand das KP kleiner gleich 60%, wird automatisch Reisbällchen gekocht. Wofür halt LF benötigt wird. Das Gericht selbst brauchen wir nicht. Wir brauchen halt nur das Rezept. Und dann wird das automatisch immer gekocht, wenn halt das passiert. Einmal pro Kampf. Dann haben wir hier, wir können Items reinlegen. Dann sehen wir oben unterwegs Vervielfältigung 50%. Das können wir mit allem Möglichen machen. Wir können jetzt auch mal einen Allheilmitteltrank da reinlegen. Und zu 50% wird sich irgendwann, während wir hier rumlaufen, ein Allheilmitteltrank daraus entstehen. Oder was können wir noch rein tun? Nehmen wir so einen Heiligentrank noch mit rein. Und ja, die sind eh sehr gering, die Wahrscheinlichkeiten. Oder 5? Sehr niedrig. Eis am Stiel, sehr hoch. Oder wir können auch einfach irgendwelche Materialien reintun, die sich dann auch vervielfältigen. Auch je nachdem, mehr oder weniger. Ich nehme jetzt einfach mal, was ich hier ganz oben hatte, den emporstrebenden Kristall. So, was es noch gibt, es gibt Bücher, die wir über die Zeit ansammeln können. Anscheinend habe ich jetzt alle Bücher aus meinem letzten Spielstand noch übernommen. Die halt auch das Ganze etwas verbessern, sage ich mal. Ich werde mal kurz schauen. Den Perfektion können wir reinlegen. Dafür wird Elif wiederhergestellt, jedes Mal, wenn wir einen Kampf ohne Schaden geschaffen. Wenn wir nicht kochen, kriegen wir bis zu 5% des Elifs wieder. Und überzählige gewonnene Objekte werden in Elith umgewandelt. Ja, und je mehr man das macht, desto mehr Slots hat man. Ich glaube, am Anfang hat man 3 Slots. Ich habe mittlerweile 7. Was haben wir denn noch? Genau, das können wir auch noch mal in die Verdopplung. Das heißt, man bekommt 2 Objekte statt 1 daraus.
Das kann ich jetzt ein bisschen mal so mittragen und mal schauen, was passiert. Na, das holen wir uns noch. Alright, we'll head back the way we came. You take the lead. Yes, sir. Asbel, I was glad for an opportunity to see your true prowess. But I must admit, I was surprised at what I witnessed. Surprised, sir? That monster was ready to destroy you. But then you suddenly... Well, I'm not sure what you did. Why have you kept this ability hidden? It's nothing I've tried to hide, Captain. In truth, I'm not sure how I beat the thing. You could be ready for real action now. I might even have to challenge you to spar one of these days. Did the captain just praise me? Wobei, mir fällt gerade ein. Nehmen wir mal das raus. Es gab noch ein anderes, was ich reintun möchte. Ich könnte überlegen, welches war das? Genau das hier. Das verdoppelt die Quote, dass irgendwas davon rauskommt. So, dann würde ich sagen, das war's mal wieder von Tales of Graces F. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.